Ja, ganz einfach. Ich war am vergangenen, am Sonntag vor einer Woche, war ich unterwegs, so nebenbei, neben der Arbeit, und halt, man fährt halt alle Bahnen durch. Patsch, 14, 2, 10 im 20-Meter-Band höre ich Four Express Six Tango Tango. Das ist eine israelische Station, Amir Basak, ein legendärer israelischer Funker, mit dem ich schon allerhand Cousos gehabt habe, aber halt das übliche kurze. Servus und 10 Meter, ja, 5-9, 5-9, wieder schaut und nächster. Nur hatte der da etwas vergangenen Sonntag angefangen, das hat mich sofort hellhörig gemacht, weil ich das eine sehr, sehr gute Idee finde. Ein sogenanntes, es war offenbar ein Net. Wenn jemand wissen sollte, was ein Net ist, soll er es sagen, sonst sage es ich. Ein Net ist ganz einfach. Zwei, drei Tickschiffe tun sich zusammen, also mit schwenkbaren Beams, die in alle möglichen Richtungen kommen, sammeln schwächere Stationen rundherum und dann gehen die großen Deaxing und vermitteln dann die schwächeren Stationen an andere Stationen, an die die Schwächeren selber allein überhaupt nicht durchkommen würden, weil wenn sie da mal 15 Tickschiffe um etwas balgen, um eine rare Station, dann kommst du mit einer 100-Watt-Station mit Drahtantennen in der Regel erst dann durch, wenn die anderen alle weg sind. Also meistens hast du keine Zeit dafür. Das heißt, das ist eine der sozialsten Einrichtungen, die es gibt im Amateurfunk, weil nämlich sozusagen die Großen die Schirmherrschaft über die Kleinen übernehmen. Ich selber hatte das Glück, dass ich schon im ersten Jahr mit einem sehr primitiven Setup an einem guten Tag von so einem Net in die Obhut genommen wurde und daraufhin ein QSO in SSB nach Paraguay gefahren habe. Da wäre ich alleine durchgekommen, wenn wir die anderen nicht die Frequenz freigekreuzt hätten und gesagt hätten: Jetzt kommt der dran und dann kommt der dran, hörst du den, hört der die, gibt es ein QSO, gibt es keins. Das heißt, es ist eine absolut gute Art zu funken und sie ist absolut lehrreich. Nur, letzten Sonntag war das nicht eines der üblichen DX-Networks, sondern ich habe relativ bald gehört: This is an emergency network, please keep this frequency free. Es war 14.2005 bis 14.2015. Auf der einen haben sie gehört, auf der anderen haben sie neue Stationen aufgenommen. Also ganz klassischer Notfunkverkehr und auf 14.25, da war das nett. Man muss sich vorstellen, das sind solche Stationen wie die. Das ist eine ziemlich mächtige Logperiodik für 20 bis 10 Meter. Die ist ein bisschen größer, als sie hier ausschaut. Also das sind schon so gut 8 Meter oder 10. Und diese Station, die gehört dem Amir und die steht direkt am Meer. Die geht wie die Hölle. Four XTT, das ist eine der mächtigsten Stimmen in diesem Teil der Welt und wohl auch in einem anderen. Tja, raus stellte sich, dass der 4XTT den 9N1 Alpha kannte. Satish Karel, so heißt er, sonst hätte ich nachschauen müssen, ich habe ihn dort erwähnt. Und der wusste schon am Sonntag, da hatte sich der schon mal rausgemeldet provisorisch. Man muss sich vorstellen, in Nepal ist der Amateurfunk in ungefähr einem Zustand wie in den mittleren 50er Jahren in Österreich. Es gibt insgesamt, vorher hat es überhaupt nur ein Dutzend Stationen gegeben, so handverlesene, die eine Lizenz bekommen haben. Ansonsten gab es keine Lizenzen. Erst 2011 haben sie diese Policy radikal umgestellt nach dem Erdbeben in Sikkim. Da konnten sie eine ganze Provinz von Nepal eine Woche lang nicht erreichen. Und dann hat sich 9N1 Alpha Alpha durchgesetzt, der das seit 20 Jahren dort predigt,
ein Rechtsanwalt aus Kathmandu, der auch Berater der Regierung ist. Und so, schau bitte, na, ja, das ist immer diese Scheiß-Security. Ja, die alle Skripts blockiert. Na, temporär erlauben wir nur. Außerdem ist das eine Windows-Maschine, auf die es eh wurscht. Ja, das war offenbar nicht der richtige Link. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Ich zeige euch das, was da drinnen steht. Das ist ein Vortrag von 2012 aus Nepal. Da wurden die ersten 2 Dutzend nepalesischer Jungnachwuchsfunker eingeschult. Was wird passieren, wenn ein verheerendes Erdbeben das Kathmandu-Tal trifft? Es ist genau alles so beschrieben, wie es eingetroffen ist, und die Realität ist immer furchtbarer als die Prognosen. Auch wenn die Prognosen so in etwa stimmen. Genau das ist alles passiert. Es gab überhaupt keine Kommunikation, und da hat das DX-Network den Kanal 1425 bis 1415 einfach nur für Nepal freigehalten, dass die rauskommen mit ihren schwachen Stationen. Satish konnte nicht funken, sein Haus war kaputt, er musste mit seiner kleinen Station umziehen, er hat nicht einmal was besonders Großes. Erst die Inder haben ihm einen Beam gebaut, die reingekommen sind, er hatte nicht mal einen Beam. Und die anderen, theoretisch gibt es 60, 70, 80 bis zu 100, die meisten haben nur die UHF, VHF, Lizenz bzw. die Erfahrung, es gibt kein Equipment dort, es gibt kein Koaxkabel, es gibt keine PL-Stecke, es gibt fucking nichts dort. Naja, wir haben denen die Frequenz freigehalten, das hast eben die Großen gemacht, und die kleineren Stationen haben sich halt bemüht, auch was Nützliches zu machen. Naja, und das ist so ein bisschen dahin gegangen, und wir sind immer mehr Stationen geworden, und dann gab es am Sonntag noch plötzlich, nur, dass ihr wisst, wie so eine Kommunikation abläuft, eine Facebook-Page, weil man das nie mit den vielen Leuten auf ein paar Kurzwellenfrequenzen hätten, auf Kurzwelle koordinieren, niemals in dem Tempo. Und wenn du Connectivity hast, ja, nützt du natürlich alles, was du hast, in den Helfergebieten, dass du möglichst schnell das Zeugs rauskriegst. Gab es eine Facebook-Page? Die gibt es immer noch, die ist wie beklopft gewachsen. Ah, Skripts freigeben. Nee, das ist ja. Ja, das muss ich im CEO sowieso mal. Das ist der Fehler, wenn man nicht auf der eigenen Kiste arbeitet. Ah, ja, nein, es ist, ich hab da, naja, jetzt, na, wo ist denn das Caps Lock? Da. Das war ein Tabulator. Da ist. So. Und so eine kleine Schrift, dass man es nicht lesen kann. So. So, da sind wir. So, wie ihr seht, gibt es da schon neue Meldungen. Colin Wilson ist ein Freund von 4X6TT, der sitzt, das Ganze hat als Pensionistennetzwerk begonnen. 4X6TT ist ein pensionierter, naja, Armeefunker, was sonst in Israel,
Und Colin Wilson, weiß ich nicht genau, was er vorher gemacht hat, er ist ein Brite und sitzt jetzt in Portugal an der Algarve und hat dort auch einen Beam. Und die haben sich halt zusammengetan. Und dann haben sie noch ein paar andere Dickschiffe zusammengerufen. Einen aus Finnland, den Timo in Deutsch-Finne und noch ein paar andere. Jetzt stellt euch vor, die waren auf 1425 und haben auch auf 1425 die Frequenz freigehalten. In einer Tour sind irgendwelche Stationen vorbeikommen, die gerufen haben, bevor sie richtig zugehört haben. Zwischendurch haben wir einfach die Frequenz freigehalten, damit die Nepalesen reinkommen können. Und genau da ist dann immer einer gekommen. Spanier, Italiener, Russen. Ja, 5-9. Gott, die anderen haben sich alle gedacht, fuck you. Ja, und dann haben sie halt ihr Sprüchel durchgesagt. Nepal, emergency net, please, keep this frequency clear und so weiter. Ein paar Stationen haben sich ja da ein bisschen als, sagen wir, als zähe erwiesen. Konnten aber dann doch überredet werden, beziehungsweise wurden sie mit den Beams weggewachelt. Sie wurden weggefächert. Und die paar, die sich nicht gut genommen haben, ein paar haben sich entschuldigt, zwei Italiener bekamen Besuch. Wir haben Peilungen runtergegeben und wir hatten auch zwei Italiener im Team, die das weitergegeben haben an die lokalen Behörden. Das heißt, die dort den Verkehr geführt haben, die haben natürlich immer gesagt, wow, Absicht, diese Idioten, was machen sie schon wieder? Und tatsächlich war es eher mehr so, in der Regel waren es mehr Missverständnisse, manche haben einfach zu wenig Sprache gekonnt, um zu verstehen sofort, was da vor sich geht. Andere haben es nicht gleich geglaubt, weil, lieber Mike, es nämlich leider in den letzten 10, 15 Jahren kaum solche Efforts gegeben hat. Es war einfach weitgehend nicht bekannt unter den Funkern und sehr wenige wissen, wie so ein Network funktioniert. Da musst du irrsinnig aufpassen. Die sitzen überall, die Typen schwenken dauernd die Beams, sie wissen, ah, der sitzt dort, Beam rüber. Ja? Wenn ihn die anderen nicht hören, sage ich selber durch, was er gesagt hat. Und so ist das die ganze Zeit gegangen. Das heißt, es ist irgendwie immer Rotationen, es waren irrsinnig viele Beam-Rotationen und dazwischendurch wurde dort stille Post gespielt, wo es eben nicht direkt ging. So ging das. Wir kriegten auch die Nachrichten aus Nepal, meistens über zwei, drei Stationen, die in einer privilegierten Empfangssituation waren. Die haben das dann weiter durchgesagt. Der war jetzt da und bla und das hat er gesagt und genau lässt es dann im Facebook noch. Es ist nämlich interessant, es ist zum ersten Mal, dass ich dieses komische New Age Überwachungsgerät namens Facebook, dass ich echt gesehen habe, dass man das auch für einen nützlichen Zweck benutzen kann und nicht für den üblichen Unsinn. Weitergegangen ist es so, dass sich innerhalb kürzester Zeit, nachdem der Satish gesagt hat, wir brauchen dringend konfektionierte 40 Meter Antennen mit Koax, wir haben sowas nicht. Wir müssen das irgendwie in die Provinzen bringen. Wir haben null Kontakt bis jetzt dorthin. Das war am vierten Tag nach dem Erdbeben, gab es null Kontakt in weite Teile Nepals. Ja, sie hatten leider bis dahin den Amateurfunk nicht erlaubt. Deswegen gab es nirgendwo eine Gegenstation. Das heißt, es musste alles erst aufgebaut werden, nach dem Notfall, um überhaupt kommunizieren zu können. Also es sind Tage verloren gegangen, nicht aus unserer Schuld, sondern aus der Schuld von total ignoranten Behörden, denen ihre eigene nationale Sicherheit mit 15 Anführungszeichen vorn und hinten wichtiger war als das Leid überleben. Sie haben die Inder nicht reinlassen, sie haben die Inder reinlassen und haben es nicht funken lassen. Die haben ihr Funkgerät an die paar Nepalesen angeben dürfen, wenn es nicht konfisziert wurde. Und genau zwei Inder, von den 14, die reingefahren sind, haben sofort eine Lizenz bekommen, um in Nepal zu funken. Und das nur deswegen, weil sie nepalesischer Abstammung waren. Entschuldigt bitte, Leute. One World.
One Voice. Und so haben sich die verhalten bis jetzt. Eben typisch, wie sich Staaten immer verhalten. Repressiv gegen alles, was sie nicht kontrollieren können. Und das hat die nepalesische Regierung gemacht. Sie haben die Grenzen dicht gemacht, dass die Lieferungen stauen sich draußen. Es dürfen keine Antennen reingehen ohne offizielle Genehmigung. Nichts. Am Mittwoch hatten wir bereits alle 40 Meter Antennen fertig und sie waren verpackt und sie waren in 3 verschiedenen Fliegern nach Nepal und wurden immer wieder ausgeladen, weil es hieß, die Katastrophe ist dort größer, wir brauchen viel mehr Medikamente und jetzt in die ersten Hilfslift, das waren Rotkreuzflieger, ja? Hilfsflieger, offizielle, die Antennen können jetzt nicht mitgehen, wir brauchen zuerst Medikamente unten. Das ist ganz klar, natürlich, das muss so sein. Bevor Leute stehen, zuerst müssen einmal die Leute überhaupt leben, sonst kann man sie ja überhaupt nicht mit Funk, kann man ihnen mit Funk ja nicht helfen. Das heißt, die Antennen sind bis jetzt noch immer nicht unten. Sie sind aber fertig, es ist alles abgesprochen. Und durch die Großzügigkeit eines einzigen deutschen Funkers können 2/3 der nepalesischen Provinzen mit Stationen ausgestattet werden. Der hat die komplette Antennenumgebung, so Monobänders für 40 Meter, geliefert, einfach zu bedienen. Geräte föhnen er noch, Kenwood hat welche spendiert. Es wird lange dauern, weil man nämlich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht vorbereitet war. Es waren alle Zeichen gegen uns. Naja, jetzt hat sich das weiter ausgewachsen und dann sind über Facebook die Vermisstenmeldungen an alle lesbar reingekommen, die aber zum Teil über Kurzwelle aus Nepal durchgegeben wurden. Und vergangenen Donnerstagmorgen wurde dann die Kurzwellenaktion, das Netz, einfach aufgelöst, weil die nämlich Connectivity schon hatten in Nepal. Und das ist, der hätte gar keine Zeit gehabt mit uns zum Funken. Ja. Funken hat er müssen jetzt mit seinen eigenen Leuten, die in Nepal im Land herumgefahren sind. Dort gibt es nämlich nichts. Wir haben bereits sozusagen die höherwertigen Kommunikationsmittel benutzen können. Höherwertig sage ich, ja, wenn es funktionieren, können sie natürlich ein viel breiteres Spektrum auf einmal übertragen, als wenn man es das durchsagst auf Funk, ist ganz klar. Aber das hat nicht aufgehört deswegen und dann waren wir in direktem Mailkontakt, auch mit den Nepalesen schon und dann hat sie echt was total Arges angespielt, womit ich eher nicht gerechnet hätte, weil die Umstände waren komplett gegen uns. Ja. Die Regierung wollte nichts einlassen. Was wir da haben, ist sofort konterkariert worden, weil das geht nicht und das geht nicht. Ja. Das heißt, alles, was wir eigentlich schon Mittwoch hin wegfliegen hätten können, das wird schon in Nepal landen und wird schon seinen Zweck erfüllen. Aber es war nicht just in time dort. Obwohl es wir ad hoc, wir kennen uns, wir haben uns nicht einmal gekannt. Es haben sich ein paar von den Leuten untereinander gekannt, vor allem die großen Stationen, aber auch nicht besonders gut, sondern einfach nur, weil man sich auf den Bändern getroffen hat. Und das ist das, was sie als nächstes angespielt hat. Hier seht ihr die Pläne, die jetzt da weitergehen. Es hat sich innerhalb von einer Woche eine Facebook-Gruppe von 1200 Leuten gebildet. Heims von Neuseeland bis Neufundland. Und alle sagen, dabei werden wir es nicht belassen. Das muss eine permanente Institution werden. Will heißen, Trainings. Wir haben das alles nie geübt gehabt. Kein Mensch hat gewusst, wie das geht. Alle haben nur ein bisschen gewusst, wie es so nett geht, dass du immer die Goschen halten musst, weil du nie weißt, ob nicht einer aus entlegeren Teilen des Netzes sich meldet und nur du hörst ihm nicht. Also extreme Funkdisziplin musste da gewahrt werden. Und im Zweifelsfall, ich habe genau 3 Funksprüche über die Koordinationsfrequenz abgelassen, weil es keinen Sinn hat, sich da über Funk wichtig zu machen, wenn man dem eine Mail schicken kann und sagen, du bitte sag das du durch mit deiner großen Station, dass die alle hören. Naja, und dann hat sich das abgespielt. Ich kriegte auf diesen ersten Artikel, das ist übrigens das nepalische
Erdbeben-Notfallszentrum. Und das ist eine Wahnsinnsausstattung, die sie da oben haben. Eine Diamond X30. Die geht aber im ganzen Kathmandu total, weil das ist ein Kessel. Also, die geht gut. Errichtet im Jahre 2012. Der erste Repeater. Sie haben da wohl nur einen. Naja, eigentlich kein Grund zu lachen. Die sind arm dort. Die sind, braucht keiner Sorge sagen, aber ich sage nur, eigentlich müsste man lachen, aber es ist doch kein Grund dazu zu lachen. Und die haben halt einfach dort keine Chance gehabt bis dahin. Erst 2011 nach dem Erdbeben hieß es, es wäre eine gute Idee, dass wir auch freiwillige Helfer haben. Und jetzt danach hat sich halt einfach nur das Übliche abgespielt. Die Militärs sind überall die Ersten und sagen, alles im Griff, kein Problem, wir regeln das schon. In Wirklichkeit regeln sie einen Dreck. Sie können dort überhaupt nichts. Sie haben keine Verbindung, sie wissen nichts, was in den entlegenen Provinzen ist. Es gibt keine Nachrichten von dort. Das Einzige, was ihnen einfällt, ist nach außen dicht machen, dass ja niemand merkt, was sie für selbstgefällige Idioten sind. Und damit meine ich nicht nur die nepalesischen Militärs, sondern alle, die sagen, alles im Griff. Ich kann das nicht hören. Das hat nie gestimmt, war stets eine Lüge und stets ein Mittel dazu, um einen anderen Zweck zu erreichen. Naja, nach dieser ganzen ersten Aktion, ich war halt jeden Tag so 10 Stunden irgendwie, bin ich immer an der Frequenz daneben gehängt, dass ich gehört habe, was durchgegangen ist. Dann gab es plötzlich bekam ich eine Mail auf den ersten Artikel. Und daraufhin wurde innerhalb von 12 Stunden ein vermisster Österreicher in Nepal gefunden. Es war komplett einfach. Ich war in Kontakt mit 911 Alpha Alpha, über E-Mail schon, weil das ist kein Sport mehr, wo man sagt, joy, dass ich eine Kuh so mit dem mache. Da geht es darum, wie erreiche ich ihn? Ist er schon auf E-Mail? Okay, E-Mail. Ist er nicht auf E-Mail, muss ich funken. Und dann haben mich ich habe dann die kurzgeschlossen, die mich kontaktiert haben, das war so ein Österreicher, von dem fehlte eine Woche jede Spur, bis zum letzten Freitag, Donnerstag auf die Nacht. Am Freitag bekam ich die Gutmeldung, er lebt und ist wohl auf. Ich will es nicht weiter äußern, aber der Grund dafür, dass er sich so lange nicht gemeldet hatte, war, dass er ein kleineres Problem hatte mit den dortigen Polizeibehörden, als er schon Richtung Flughafen unterwegs war, weil er wohl irgendetwas im Gepäck hatte, was es in Nepal reichlich gibt, in Österreich nicht gar so reichlich und nicht in der Qualität. Und da ist er dann aufgefallen. Ja, und wurscht, leben tut er und es geht ihm gut und seine Angehörigen gingen davon aus, dass er tot ist, weil sie eine Woche nichts gehört haben. Und weil es keinen Weg gab, irgendwas rauszukriegen. Sie haben ihn nirgends gefunden. 911 Alpha Alpha ist persönlich auf die Polizeistationen gegangen, mit dem sein Bild und mit allem, und dann haben wir ihn gehabt innerhalb von 12 Stunden. Ich hätte nie damit gerechnet, aber das ist einfach so ist ausgegangen. Das heißt, wir haben jetzt am Ende dieser Aktion, und damit bin ich eigentlich schon fertig, sind wir mit folgender Situation konfrontiert. Erstens, es gibt irrsinnig viele Freiwillige, die helfen wollen. Zweitens, es gibt sehr viele Leute, die sagen, das kann nicht das Ende gewesen sein. Dafür haben wir uns den Arsch nicht so aufgerissen, sondern wir werden ihnen dauerhaft weiterhelfen. Wir bauen denen dort was auf. Und es gibt, die meisten sagen das, braucht nur auf 911 bei Facebook eingeben, dann seid ihr bei der Gruppe. Man hat einen dänischen Funker gemacht, der Sören. Gleich am Sonntag war sofort eingerichtet, kaum war das angerannt, war die Facebook-Gruppe schon da. Sie wächst täglich weiter um ungefähr 50 Mitglieder.
Und jetzt hat man gesagt, es ist schade, dass wir so viel zusammengetragen haben, die an einem bestimmten Thema interessiert sind und an einer Art, das Thema zu sehen. Und aus dem Grund wollen wir das irgendwie besser machen. Was können wir daraus lernen? Als erstes können wir mal lernen, dass alle die, die einen großen Beam haben und ein paar hundert Watt bis ein Kilowatt, sich mal ein bisschen um die kleineren Stationen kümmern sollten, indem sie ihnen ein Netz anbieten. Die werden sie ihnen nämlich danken. Und so kriegen die nämlich selber ihr Erfolgserlebnis dadurch, dass sie Verbindungen machen können, die sie sonst allein nie zusammenkriegen. Weil wenn du in einen Pfeiler absteckst, wo da 10 Fette durchwollen, dann wirst du mit deinen 100 Watt, auch wenn alles sehr gut arrangiert ist, wie zum Beispiel bei mir mit den Drahtantennen, nicht so einfach durchkommen. Außer du hast einmal ein bisschen vertönt, das genau einen Bruchteil einer Sekunde erwischt, wo du drei Teile, drei Buchstaben von deinem Callsign durchsagen kannst, dir dann hört. Weil die anderen zufällig gerade da nicht funken. Das heißt, als erstes müsste, das ist das Wichtigste überhaupt, müsste. Jetzt sind ein paar Arbeiten im Gang. Müsste trainiert werden, wie man sich in so einem Funknetz verhält. Und das Beste ist das, dass man am Wochenende ganz einfach auf DX-Jagd geht, aber dazu brauchst du zwei große, die mit den Beams wählen können, die da denn die Frequenz freiknallen und sagen, jetzt bist du dran mit dem und aus, fertig und alle anderen gusch. Genau das ist die Förderung, die man braucht. Das Interessante ist, wenn du das trainierst, das ist Notfallstraining, es ist eins zu eins dieselbe Aufgabe, weil genau dort kommt es genau auf das an. Und da geht es nicht nur, die Großen beschützen die Kleinen, sondern da hat einer eine gute Anlage, die geht halt in die Richtung nicht gut. Da muss wie andere einspringen und eine Kette machen. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Ich werde darüber berichten und ich werde euch so auf den üblichen Kommunikationsmethoden darüber weiterhin updaten. Ich wollte euch eins nur zur Erinnerung geben. Im Jahr 1922 wurde eine Organisation gegründet, die heißt Alpha Romeo Romeo Lima, A-R-A-L. Und was heißt das? Was heißt das? American Amateur Relay League. Das ist ein Netz gewesen von Anfang an. Und ihre erste große Leistung war im Jahr 1923, dass sie mit den damaligen lächerlichen Equipment eine Kette gebildet haben, quer durch den ganzen Amerika von Ostküste nach Westküste, um von dort Nachrichten drahtlos durchsagen konnten und sämtliche Obergescheiden und Auskenner und das geht nie und das sind ja die Frequenzen, die wir gar nicht haben wollten, die waren dann gesagt, aha. Und das war dann die Geburt des internationalen Broadcasting-Kurzwellenrundfunks. Vorher hat es keinen gegeben auf Kurzwelle, weil alle gesagt haben, mit dem Drecksbereich können wir nichts anfangen, der ist einmal so und einmal so. Und da gibt es keine stabilen Bedingungen. Also das, was 1922 galt, das gilt heute ganz genauso. Die Methoden sind gleich geblieben, die Situationen sind gleich geblieben, weil es damals wie heute die gleichen Leute sind, die an den Geräten sitzen. Danke.